Willkommen zurück zu Die Forever Winter. Es gab am 31. Oktober ein neues Update und aufgrund dessen will ich nochmal reinschauen, ob sich wirklich was getan hat zu den Sachen, die hier stehen. Wir gehen ganz schnell durch und dann starten wir rein und versuchen mal in eine andere Welt zu gehen. Performance, zusätzliche Quests, für uns momentan nicht relevant. Drohnenverbesserung, okay. Okay, Mech Trench Improvement. Das war da auch eine Map, glaube ich. Webman Placement Improvements. Ja, da gab es bei den Shaman sehr viele Meinungen, dass die Hand irgendwie das Sichtfeld blockiert. ADS, Aim Down Sights Improvement, Recruit, AI. Okay, habe ich auch noch nicht probiert. Player Movement Improvements. Camera Collision, AI, Audio. Okay, das ist wichtig. Audio Improvement generell. Bugfixes wird uns momentan nicht interessieren, weil ich die groß nicht aufgezählt und aufgelistet habe. Neue Features. Water Dev 1.2. Water Thieves. Okay. Underground Cemetery Map. Okay. Red King Mech. DLSS. Hab keine RTX. Per Caliber Headshot Damage Tuning. Okay. Vendor Buy and Sell Rates. Okay. Crest Rewards. Loot Drop 5%. Okay, was gibt mal kurz durch. Ah, das wird die neue Map sein. Okay, ich kann ja nicht mal auf Einstellung gehen. Ah, sieht schon nice aus. Rat King. Also wenn die Mechs jetzt wirklich so laufen und so intelligent handeln. Okay, das ist unsere Station. Raiden jetzt NPCs feindliche unsere Basis? Scheint so. Okay. Und jetzt sehen wir wirklich, dass das Waffen-Gameplay wahrscheinlich mehr für das Spiel beibringen soll, als irgendwelche anderen Mechaniken. Weil ohne Schüsse, ohne Verteidigung wirst du wahrscheinlich sauschnell fallen. Okay. Da ist er. Der Untergrundfriedhof. Ewig nicht gesehen. Ich dachte, er wäre hier und dachte hier Cemetery. Ich habe übelst lang gesucht in dem kompletten Gebiet. Weil ich dachte, Cemetery, Underground Cemetery. Der muss ja da irgendwo sein. Aber nö. Der ist hier unten. Bei allen Zonen, hinter allen zugeschlossenen, wo ich nicht hingucke, weil ich mir denke, da ist nichts. Okay. Dankeschön. Pipes. Alright, so. Ich habe Quests. Für den Cemetery. Ohne entdeckt zu werden, rauskommen. Underground, collect the logbook. Collect the communication device. So. Ich habe noch keine Taschenlampe.
und kann jetzt eigentlich mal gucken, ob ich die... Weil mir wurde ja gesagt, dass ich sie später bekomme. Für all parts. Müsste dann ja eigentlich... Ich kann sie angeblich ans Rig oder an die Waffe machen, sagte Kami. Aber da es Englisch ist, müsste es ja mit Flashlight abgekürzt sein. Also F am Anfang. Mac. All parts. Magazin. Okay. Weapons. Few parts. Few attachments. Flashlight? Yes. Guck mal. Okay. Weapon attachment. Weapon. Weapon. Opticals. Okay. Also wie gesagt, ich habe jetzt versucht, den Cemetery in der ersten Map zu finden und habe dann gemerkt, es ist zwar schön, diese Liste darzustellen, aber ich habe nirgendwo gesehen, dass weder der Spawn von Feinden überarbeitet wurde, noch dass die KI überarbeitet wurde im Form von vor 2 Tagen irgendwie. Sie sind immer noch blöde wie Sau, laufen vor irgendwelche Gegenstände und Opticals und... Aber hey, Ray Mounted Laser Sight. Oh, interessant. Works on multiple weapons. Dann lass doch mal, also ich habe viel gesammelt. Lass doch mal 2 kaufen, confirm. Combat Loadout. Okay, unattacked. Aber ich will trotzdem überleben. Das heißt, für den Notfall. So. Dich mitnehmen. Ich hoffe, ich finde was. Ich sehe, Leute gehen da mit Granatenwerfer rein und Co. Was sind denn hier die Tasten? One Container, Open One Storage. One Container, One Storage. Okay. Die Waffen muss ich noch rausfinden, wie ich die wieder aufwerten kann. Ah, damn it! Ich Vollpfosten. Ich hab die Taschenlampe vergessen. Matter for those below. Tja, dann wohl doch ohne. Okay. Also weltentechnisch und grafisch will ich dieses Spiel einfach weiter verfolgen. Aber wie gesagt, wenn der Status des Games erstmal so bleibt... Und das mir persönlich missfällt. Gold from the soft white underbelly. Flashlight mounted on your rig. Oh, okay. Nice. Wo hatte ich jetzt nochmal? Auf der 3? Okay, sollte ich vielleicht doch woanders hinpacken. Hm, die 4 ist da, okay. Okay. Okay, diese Map ist sehr leise. Ich vermute, dass ich aufpassen muss. Ich will ja nicht gesehen werden und muss extrahieren. Okay, und ich brauche das Logbuch. Ich soll nicht entdeckt werden. Hat schon mal super funktioniert. What the... Der erste. Da hat der Sound gefehlt. Holy sh. Also ich denke mal, hier unten habe ich so oder so hohes Bedrohungslevel. Das heißt... Alter Schwede. Boah, diese Geräusche, ey. Er kam direkt hoch. Wo soll ich denn hin? Hatte Angst. Andere Stimmung. Neuer Versuch, hä?
diesen Bullshit einfach nicht. Well, gives us an actual chance. Wenn das ausgelöst wird. Worst case scenario, right there. Scheiß drauf, ich geh jetzt einfach rein. Wie, also, ich habe wieder dasselbe Problem. Ich kann den Feuermodus nicht ändern. Mal wieder. Und dann schließe ich das Spiel und öffne das Spiel und manchmal geht's und manchmal nicht. Something's out there. It ain't no man. Was? Combat Lock Device? Something's out there. It ain't no man. Kommst du weiß. Ach, nicht entdeckt zu werden, habe ich jetzt schon versaut. Aber Lost Signal, Collect Communication Device, habe ich schon mal eins. Collect the Logbook. Okay. Okay. Ich will... Kann ich nicht in meinem Umkreis ein Anzeichen haben, was... ihr auf mich wartet. Noch ein Com-Device. Alright. Alter, die Geräusche machen einen wahnsinnig. Die Chance hier zu sehen, was es gibt. Ich vermute, wenn ich ins Wasser gehe, werde ich einfach sterben. Außer ich kann da lang. Ich brauche noch Devices. Fuck. Ey, ich will den Hund umgehen. Der ist A viel zu schnell für mein Schleichtempo. Also versuche ich mal, ob ich hier unten lang komme. Ist, ob sie mich im Wasser eher hören. Ja, so auf jeden Fall. Okay, mit anvisierter Waffe bin ich wirklich leise wie Sau. Ah, noch mehr Leichen. Das heißt, ich könnte hier noch mehr Devices kriegen. Also stimmungstechnisch ist das Spiel so nice und ich möchte gerne, dass es super wird. Aber alles andere momentan, was noch die Gegner angeht. Oh, ich dachte schon, das rote Licht ist der Hund von hinten. So. Stell dir vor, da kommt jetzt da lang. Ich bin nicht da. Nee, die kommen jetzt zu mir. Ach. Ist doch nicht euer fucking Ernst. Wie denn? Ich war komplett im Dunkeln. Raus. Fuck.
ob ich mich retten kann. So, wenn jetzt der Köder da wieder hochkommt, bin ich am Arsch, ey. Das ist doch die Frage, wo verstecke ich mich jetzt? Und wie komme ich runter? Wie konnte der mich wiedersehen? Die haben die ganze Zeit gequatscht. Und hatten anscheinend keine Alarm, dass dieses Riesentor irgendwie geöffnet wurde. Das heißt doch jetzt für mich so. Wie kommt er jetzt auf die Idee, dass hier jemand ist, der... Okay, Kanalisation. Ja, macht Sinn. Okay, dann muss ich jetzt versuchen, den anderen Weg zu gehen, oder? Weil er steht ja noch da. Es ist dieses Abhalten von Fortschritt, was mich noch extrem daran hindert, dieses Genre an Extraction-Shooter und gerade hier in dem Game so einfach zu akzeptieren. Du hast was vor, wirst wieder zurück. Hast was vor, musst in eine andere Richtung. Ich meine, ich kann das für die Spannung verstehen, aber für den Gameplay-Fortschritt, den ich erreichen will in einem Game. Aber wie gesagt, dann darf man einfach nicht doof sein und muss dann vielleicht irgendwann akzeptieren. Moment, der kommt jetzt hier rum. Dass manche Spielegenres einfach nicht so ein sind. Ich brauche keine ACP, dich nehme ich mit. Das macht sicherlich auch Lärm, oder? Ah, jetzt bin ich hier. Ich hatte die weggelockt, oder was? So, fuck, hier ist der Köder drin, oder? So, ich guck mal, ob ich bei dem ihren Lager irgendwas finde. Guck mal hier. Ist das das Logbuch? Ah, Communication. Nicht hören Sie das nicht. Okay, okay, okay. Nichts weiter hier, wie es scheint. Okay, dann gehe ich jetzt da lang und hoffe, dass Sie da bleiben. Aus interessant, ne? Also die KI oder die Gegner sind halt wirklich immer noch nicht schlau. Wieso bleibt er da stehen? Ich kann es verstehen, dass sie... Aber wieso nehmen die ihre Patrouille nicht wieder auf? Die stehen jetzt alle noch da, wo sie aufgehört haben, mich zu verfolgen. Das macht einfach so wenig Sinn. Okay, habe ich jetzt hier eine Art... Backup. Ist das jetzt ein Checkpoint? Wenn ich das schließe und das öffne, können dann die Gegner von da nicht mehr kommen. Wir müssen es testen. Weil wenn ich die Tür jetzt öffne, werden die anderen auf mich aufmerksam. 100 Pro. Aber ich kriege keinen Sound, siehst du? So, jetzt ist nur die Frage, ob die Tür wieder öffnen können. Vielleicht sollte ich einfach schnell die Tür öffnen da. Die sind so dumm, die öffnen nicht mal die Tür. Da schon Action oder was? Oh, so viel Money. Ich freue mich. Okay, dahinter ist offensichtlich Action. Ich wünschte, ich hätte eine Granate, ey. Ich kann ja jetzt nicht die Bude öffnen. Tschüss!
Holy fuck. Wo kommst du hier jetzt her? Ja, also... Was hätte ich jetzt machen sollen? Hätte ich jetzt eine halbe Stunde warten sollen, bis die Begegnung hinter der Tür, von der ich nicht sehe, was passiert, vorbei ist? Also, sagt mir das Spiel, würde mir das Spiel jetzt wirklich sagen, ist eine ernst gemeinte Frage, soll nicht negativ klingen, weil ich mag ja die Welt. Verlangt das Spiel jetzt wirklich von mir, dass ich da so lange warte, bis die Encounter vorbei sind? Das ist meine Frage. Außer ich habe genügend starke Waffen dabei oder ein Squad. Aber für Solo-Gameplay und die Mission nicht entdeckt zu werden, was ist hier das Ziel? Jetzt ist die Tür auch schon wieder auf. Something's out there. Ain't no man. Du hast mich natürlich wieder gesehen, ne? Kommt unten lang, die Sau. Sag ich doch. Okay, das war keine schlechte Taktik. Ich meine, okay, es ist eine neue Map, dass man erstmal lernen muss, kann ich vielleicht irgendwo nachvollziehen, aber trotzdem finde ich es. Wahnsinniges Punishment, was hier die Entwickler den Spieler entgegenwerfen. Und mein Fall ist es momentan noch nicht wirklich, so viele Verzögerungstaktiken über sich ergehen zu lassen und einfach nicht voranzukommen. Weil irgendwelche Dinge nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung, ob der Hund hier unten lang kommen kann, ob das verbunden ist. Kein Plan. Aber ich kann nur eins sagen. Ich liebe die Welt. Ich liebe die Stimmung. Hey, guck mal, wer da ist. Ne, ich kann einfach die Sensorik der Gegner nicht einschätzen. Muss ich im anvisierten Kimekoan-Modus laufen, damit ich null Geräusche mache, weil der mich sonst über 5000 Kilometer hört? Wie weit ist seine Reichweite? Wieso habe ich kein Kompendium, wo ich Gegner einsehen kann, damit ich als Spieler besser verstehe, was die Welt von mir möchte? Dass da steht, Gegnertyp, Vorteile, Nachteile. Keine Ahnung. Wenn ich einen Teil von den Gegnern mit rausnehme, wenn er zerstört ist, bekomme ich dann mehr Informationen über den Gegner, was seine sensorischen Daten sind. So, jetzt bin ich gezwungen, hier so lange zu stehen, bis die KI sich entscheidet, mich entweder anzugreifen oder wegzurennen. Aber die KI entscheidet sich einfach dafür, nichts zu tun. Und ich finde, das ist der schlimmste Moment, weil sie dir... in dem Moment einfach... Sie zwingt dich, nichts zu tun. Menschen sind nicht dafür gemacht, nichts zu tun. Und jetzt bin ich mit ihm hier gefangen. Okay, ich verstehe es. Okay, es war auf jeden Fall dumm, auf die Ebene zu gehen, auf der er sich rumtreibt. Okay.
Okay, geht er jetzt komplett da rum? Ne, da ist noch eine Tür. Könnte ich öffnen. Frag jetzt, wann er zurückkommt, ne? Und warum so viele Dinge auf dem Boden sind. Was ist hier los? Ah, okay, ich weiß, wo ich bin. Hier unten sind Drohnen. Okay, ich will jetzt die Tür öffnen, aber es wird wahrscheinlich ein riesengroßer Fehler sein. Ich frage mich, warum die Quest, ohne entdeckt zu werden, zu extrahieren, überhaupt nicht mehr mein Questlog erscheint. Einmal versaut und dann automatisch abgewählt, oder wie? Boah, wie geil wäre das denn, wenn ich durch die dunklen Ecken schleichen könnte? Okay, offensichtlich kein Vorteil, hier hochzugehen. Die Tür zu öffnen wird wahrscheinlich ein großer Fehler. Naja. Versuche ich mal noch die Quest zu erfüllen. Das Statuen oder? Wo ist der fucking Köter? More to carry back. Hier ist der Köter durch. Kann ich da lang? Hier ist heller als da drüben. Nee, natürlich nicht. Oh, ich hänge. Ich hab gehangen. Ja, auch schade, dass man nicht immer eine Taschenlampe findet, dass die Seeds, wenn du in eine Welt reinlädst, so random sind. Ne? Das ist... Das finde ich halt gerade bei so einem Game negativ, weil es mich aus dem Worldbuilding rausreißt. Durch fehlende Konsistenz reißen mich solche random Entscheidungen... Flieg weiter, bitte. Wie eine Wespe. Der Lärm und die Geräusche. Gib mir meine Shotgun-Muni für den Fall... aller Fälle. Sind keine Gegner. Jetzt hätte ich ja ein rotes Visier. Oder? Ich
Ey, wenn da jetzt der Köter hochkommt, da raste ich aus. Da steht doch wer. Die Tür lasse ich zu. Ich liebe diese Stimmung. Ich liebe dieses Game dafür, welche Welt es hier aufbauen will. Für mich wird das Spiel höchstwahrscheinlich mit dem Verhalten der KI entweder emporsteigen oder fallen. Ich habe kein Problem damit, mehrfache Anläufe für so ein Level zu wählen, um herauszufinden, was das Spiel von mir möchte. Aber wenn die einzige Gegenpartei nicht nachvollziehbar ist, ist das für mich ein Immersions- und Gamebreaker, 100 Pro. Gerade für so ein Ambiente-Spiel. Oder zumindest wird es für mich ein Ambiente-Spiel sein, weil ich es nie als Hardcore-Extraction-Shooter spielen werde, höchstwahrscheinlich. Eieiei. Aber es ist erstaunlich als Kontrast zu Witchfire, welche unterschiedlichen Arten von Stress-Games ausrichten können. Witchfire hat eine völlig andere... Stresskomponente als Forever Winter. Ich bin im Licht. Das möchte ich vermeiden. Weil ich immer noch nicht weiß, wann die Drohnen sauber werden und wann nicht. Was die Drohnen überhaupt tun. Leute, sorry, dass ich hier so langsam... Wahrscheinlich interessiert es die meisten eh nicht, dieses Alpha-Gameplay, alle wollen Witchfire sehen, aber... Wenn es schon mal ein Update gibt zu dem Game, was ich angefangen habe... Dann möchte ich wenigstens auch reingucken, wie die Fortschritte sind. Wenn ich schon mal ein Alpha-Game versuche zu begleiten, weil gerade nichts los ist in der Gaming-Welt. Okay, das hätte ich nicht fahren können, ja. Die 40 mm werde ich mitnehmen, die werde ich später für große Bosse brauchen. Na, gucke! Warum? Wo kommt das jetzt her? Ich raff es einfach nicht. Wieso jetzt auf einmal? Und das vermittelt mir das Spiel nicht. Warum? Also das Spiel vermittelt mir nicht gut genug, warum ja in manchen Situationen und warum nein in dieser. Und erst despawnt jetzt, oder was? Also ihr könnt mal sicher davon ausgehen, dass ich lachen werde, wenn irgendein Schwachsinn passiert. Aber ihr könnt auch hundertprozentig sicher sein, wenn dieser Schwachsinn passiert, wird die Folge vorbei sein. Und ich werde das Spiel so lange zur Seite legen, bis ich, wenn ich offscreen was mache. Ich konnte da oben jetzt nicht mal mehr durchsuchen, Mann. Nur weil die Drohne sich dazu entscheidet, so, jetzt! Du warst zu lange in meinem Umfeld, jetzt mag ich dich nicht mehr. Und der Doku ist einfach despawned, oder was? Oder liegt es daran, dass ich jetzt die Schrotflinte trage, anstatt der Rifle? Gott. Warum müssen Spiele diese Hürde aufbauen in ihren eigenen Game? Ah, sieh mal einer an. Er hat mich durch das Treppengeländer teleportiert, mich nach außen gezogen und mich gekillt. Ja, sorry. Wie gesagt, die Erfahrung finde ich super von dem Game, aber Ich werde es euch erstmal in diesem Status nicht mehr antun. Ich habe jetzt geguckt, was passiert. Wie wurde in Sparta gesagt, du wurdest
gemessen und nicht für gut genug befunden momentan. Ich hoffe, dass es besser wird weiterhin. Und vielleicht können mir manche Leute noch Tipps geben für das, was ich heute erlebt habe. Oder falls ihr das Gefühl habt, dass ich generell ein falsches Verständnis von dem Extraction-Shooter habe und was ich bisher im Gegensatz zu meinen anderen Anläufen anders machen sollte, um das Spiel besser zu verstehen und mehr Spaß zu haben. Obwohl ich bezweifle, dass es in dem momentanen Status mir so extrem gefallen wird. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin offen. Ich möchte, dass diese Welt mit mehr Leben gefüllt wird. Aber in diesem Status und wenn Gegner-Encounter weiterhin so ablaufen und funktionieren, will ich es einfach nicht weiter auf meinen Kanal erstmal nach außen tragen und guck's mir lieber im Stillen mal an, mal abends, mal reinschauen. Ne? Und ansonsten erstmal danke bis hierhin für die Leute, die wirklich interessiert sind und sich die Zeit genommen haben, Kommentare zu schreiben. Auch wenn sie negativ oder positiv ausfallen, denkt immer daran, Content Creation, gerade wenn man damit anfängt, du weißt nicht, was du tun sollst. Du versuchst, du zu sein. Tagesform, Tageslaune kann mal reinkommen, mal weniger. Kann zu Meckern führen, kann dazu führen, Mechaniken mehr zu mögen oder weniger. Aber ich denke, ich schaffe es einigermaßen, meine Versuche, ein ausgewogenes, objektives Verhältnis für Games und Spielmechaniken darzulegen, meine Meinung dazu zu bringen, schon relativ gut. Und wenn euch der Content gefällt, lasst gerne ein Like, Kommentar und ein Abo da. Wir sehen uns bei Witchfire morgen. Bis dahin und ciao. Thank you.